So, letzte Aufnahme für mich in dieser Session. Wir erkunden Walter Aja. Da sind die Docks. Also er ist jetzt zum Händler mutiert. Dann würde ich sagen, gehen wir hier durch die Tür wieder zurück. In den Gedächtnisgärten. Schauen wir es hier. Oh, da sind aber ganz schön krasse Stürme. Gott, das explodiert hier gerade recht vor Quests. Das ist mein erster Besuch auf Aja. Es ist schöner, als ich es mir je vorgestellt habe. Wir erhoben uns aus dem Nichts, um die Sterne zu berühren und schufen uns auf vielen Welten ein Zuhause. Trauert nicht um das, was uns die Kett genommen haben. Erfreut euch an dem, was uns noch bleibt. Alles findet ein Ende und macht Platz für neues Leben, um die Leere zu füllen. Die Welten und Personen, die wir verlieren, kehren irgendwann zurück. Die Familie wächst auf ewig weiter. Wir widmen diesen Garten jenen, die nicht bei uns sind, aber eines Tages zurückkehren werden. Dieser Ort ist für sie. Nett. Schnellreisestation. Ach, da können wir innerhalb der Stadt uns fortbewegen. Büro der Gouverneurin. Krasse Kann nicht Nikolas. glauben, dass ich es endlich geschafft habe. Manchmal verschwindet der hinter der Ambient Sound. Wow, was für ein mega Wasserfall. Ich verkaufe nicht an Aliens. Okay, dann nämlich. Oh, Bett. Ryder? Alles okay? Wer hätte gedacht, dass die Rettung eines geachteten Mitglieds Wollen der Sie auf jegliche Schwierigkeiten so vorbereitet sein? Öffnet. Kaufen Sie meine Ich habe Panzerung. Mit einigen Ihrer Händler gesprochen, um rauszufinden, ob wir ins Geschäft kommen können. Ich weiß, Sie wollen einen Vorteil herausschlagen, aber zuerst brauchen wir Ihr Vertrauen. Verhandeln Sie nicht zu hart. Sie sind der Boss. Das kennen wir schon. Neue Kunden sind uns immer willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin mir sicher, Sie finden etwas, das Ihnen zusagt. Bei mir finden Sie es. Es kann nicht schaden, sich vernünftig vorzubereiten. Vielleicht haben Sie ja wirklich etwas, das ich brauchen kann. Und wenn nicht heute, dann bestimmt morgen. Rebellenpanzerung. Oh nee, ey. Sieht die hässlich aus. Eierbekanntmachung. Ah, das kennen wir schon. Material. Besorgen Sie sich Rohmaterialien für die Kunst, für die Wissenschaft, für sich selbst. Okay, hier kann man anscheinend alles kaufen, was das Herz begehrt. Daisuen, ich war vor Ort, als Sie gelandet sind. Und ich habe gesehen, wie Sie durch die Stadt eskortiert wurden. Ich kann gut verstehen, dass alle nervös waren, aber ich hatte nicht vor, jemanden zu beunruhigen. Wir haben Schlimmeres durchgemacht als die Ankunft eines einzelnen Menschen. Ich habe noch nie solche Früchte gesehen. Was ist das? Paripos. Sie sind süß mit einer leichten Schärfe. Manchmal, wenn ich Glück habe, habe ich auch ein paar Kiloa oder Elmok im Angebot. Ist Obst hier eine Seltenheit? In dieser Form ja. Und es ist sehr teuer. Wenn jemand eine Paripo bei mir kauft, heißt das, er hat etwas zu feiern. Das ist ein Luxus, der von Freunden und Familie geteilt wird. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Aber wollen wir nicht so ein Ding?
War das nicht irgendwie so? Arbeiter, da würde ich gerne hin. Wollen Sie auf jegliche Schwierigkeiten vorbereitet sein? Pfadfinde, bevor Sie mit jemandem handeln, sollten wir uns kurz unterhalten. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Morsha jemals wiedersehen würde. Und noch viel weniger, dass wir es Ihnen zu verdanken haben. Willkommen auf dem Markt. Ich bin Arbiter Renarf. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang zwischen Händlern und Kunden sicherzustellen und etwaige Streitigkeiten zu klären. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können Sie unsere Gesetze nicht kennen. Das sollten wir ändern. Investieren Sie in Ihre persönliche Sicherheit. Schützen Sie sich selbst. Wo ich herkomme, lautet das oberste Gesetz beim Handel, nicht betrügen. Ist das hier anders? Ich vermute, wir definieren Betrügen unterschiedlich. Ob etwas Unrecht ist, hängt stark von der jeweiligen Perspektive ab. Wollen Sie auf jegliche Schwierigkeiten vorbereitet sein? Kaufen Sie meine Panzerung. Wer entscheidet, was mit Leuten geschieht, die gegen das Gesetz verstoßen? Das hängt von der Schwere der Tat ab. Kleinere Vergehen kläre ich direkt hier vor Ort. Auch nicht. Schwerwiegendere erfordern ein Tribunal. Ich will hier keine Schwierigkeiten machen. Wie kann ich mich über Ihre Gesetze informieren? Ich schicke Ihnen eine vollständige Übersicht. Machen Sie sich mit den Inhalten vertraut. Persönliches Verantwortungsbewusstsein ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir erwarten es von jedem. Verstanden. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und im Hauptquartier des Widerstands auf. Von ihnen erfahren Sie mehr über unsere Kultur sowie darüber, was es bedeutet, sich frei unter uns zu bewegen. Es ist wichtig, dass Sie das verstehen. Es wäre schließlich höchst bedauerlich, wenn Sie unwissentlich gegen unsere Gesetze verstoßen würden. Okay. Mit Arbiter Omdal und mit Arbiter Fragen reden. Oh, das ist Jarl, glaube ich, oder? Jarl. Wie komme ich denn da hin? Tür ist verriegelt. Ist das nicht sogar schon hier? Ja. Es tut mir leid. Ich schalte den Plan ist voll. Ich weiß genau, dass ich nicht. Ah, hier geht's wieder raus. Hier ist noch mit Tavern auf Eier mit Liam sprechen. Oh, okay. Kurator des Speichers. Da ist der andere Arbiter. Aber wo bekomme ich denn die Ressourcen? Quartiermeister. Ha! Ich muss hier bestimmt was kaufen, Gemischtwarenhändler. Ich muss hier bestimmt irgendeine. Ich gehe mal nochmal zurück, glaube ich, gleich danach. Erstmal gucken wir uns hier um. Die Moschei wird beim Gewölbe auf Sie warten. Danke. Aber da ich schon mal hier bin, können wir uns vielleicht unterhalten. Natürlich. Das bin ich Ihnen schuldig. Wissen Sie, als ich Sie damals durch unsere Stadt geführt habe, war ich mir nicht sicher, ob ich das Richtige tue. Aber Sie haben mir bewiesen, dass meine Zweifel unberechtigt waren. Nein, mehr als das. Sie hätten die Gefangenen nicht vor dem Aufstieg retten müssen. Ich frage mich, ob Ihnen überhaupt bewusst ist, wie viel uns das bedeutet.
Wir sitzen alle im selben Boot. Die Initiative will Ihnen helfen. Und ich will daran glauben. Sie sind vollkommen anders als die Cat. Was kann ich für Sie tun? Also, was machen Sie, wenn Sie sich hier amüsieren wollen? Das Tavitan ist ein beliebter Ort, um seine Freizeit zu verbringen. Okay, aber was unternehmen Sie denn so? Sie können ja schlecht die ganze Zeit arbeiten. Produktivität ist die beste Art der Entspannung. Und außerdem hervorragend geeignet, um extrem gestresst zu werden. Sie klingen wie meine 10 Brüder. Sie haben 10 Brüder? Und 8 Schwestern. Zum Glück ist es Ihnen nicht gestattet, mich bei der Arbeit zu stören. Okay. Zehn Brüder und 8 Schwestern. Sie haben eine ziemlich große Familie. Eigentlich nicht. Wie viele Geschwister haben Sie denn? Nur eine Schwester, Sarah. Oh, was ist mit den anderen geschehen? Nichts. Unsere Eltern hatten nur 2 Kinder. Diese Versager. Das klingt erholsam. Bei unseren Familientreffen ist es so laut, als würde man direkt neben dem größten Wasserfall auf Aya stehen. Meine Mutter behauptet sogar, ich wäre nur Gouverneurin geworden, damit mir die Leute zuhören müssen. Und? Hat sie recht? Sie hat immer recht. Wie ist es, für einen ganzen Planeten verantwortlich zu sein? Ich nehme an, so ähnlich wie der Pathfinder zu sein. An manchen Tagen ist es eine Bürde. Die meiste Zeit über weiß ich aber, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte. Und wie sind Sie Gouverneurin geworden? Werden Ihre Anführer durch Volksabstimmung gewählt? Wenn Volksabstimmung bedeutet, dass man so lange lautstark debattiert, bis nur noch ein Kandidat übrig bleibt, dann ja. Ich habe dieses Amt inne, weil ich bereit war, die damit verbundenen Verpflichtungen auf mich zu nehmen und dafür zu kämpfen. Ich habe den Eindruck, es gibt Spannungen zwischen Ihrer Regierung und dem Widerstand. Wer von Ihnen hat tatsächlich das Sagen? Ephra gibt gerne Befehle. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem die eigentliche Arbeit bei der Verwaltung einer Stadt beginnt. Der Widerstand ist gut darin, uns vor den Cat zu beschützen. Aber unser Volk braucht mehr. Ich weiß inzwischen, wie weit ich Ephras Wunsch nach Kontrolle nachgeben kann, ohne dadurch meine eigene Position zu schwächen. Das stimmt wohl. Lässt Ihnen Ihr voller Terminkalender überhaupt Zeit, sich mit jemand Besonderem zu treffen? Für mich ist jeder auf seine Weise etwas Besonderes. Das habe ich nicht gemeint. Oh, nein, das hat für mich im Moment keine Priorität. Eines Tages vielleicht? Oh Gott, die Muscha, ihre Kultur. Ja. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht helfen, mich mit Ephra gut zu stellen. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht. Das würde mir meine Arbeit deutlich erleichtern. Ja, stimmt. Manchmal scheint es, als würden Sie überhaupt nicht miteinander auskommen. Und dann wiederum... Er ist ein brillanter Taktiker und inspirierender Anführer. Wir sind uns nur einfach nicht einig darüber, was für unser Volk das Beste ist. Ihr denkt, Geheimhaltung und Isolation würden uns schützen. Und was denken Sie? Dass wir die Cat nicht allein besiegen können. Ebenso wenig wie Ihre Initiative. Tja, womit wir wieder beide im selben Boot sitzen würden. Ihr Volk verehrt die Moschei. Was hat sie getan, um sich diese Bewunderung zu verdienen? Nach dem Auftauchen der Geißel lag unsere Zivilisation in Trümmern. Diejenigen, die den Wiederaufbau leiteten, waren Denker, Experten und Erfinder. Die Moschei ist die brillanteste Wissenschaftlerin unserer Generation. Sie hat uns in ein neues Zeitalter technologischer Innovationen geführt. Und als die Kette angriffen, hat sie ihre Technologie studiert und ihre Taktiken ergründet. Ihr Volk hat sein Überleben ihr zu verdanken. Wir haben ihr alles zu verdanken. Und wir werden auch alles tun, um sie zu beschützen. Ich habe einige Fragen über ihre Kultur. Ich werde sie Ihnen gerne beantworten.
Mir ist aufgefallen, dass Sie, Aphra und Jarl alle auf unterschiedliche Weise sprechen. Als die Geißel erstmals zuschlug, gab es viele angaranische Welten. Sie waren jahrhundertelang voneinander abgeschnitten. Aus diesem Grunde haben sich unsere Kulturen und unsere Sprache unterschiedlich entwickelt. Aphra wurde auf Volt geboren, Jarl auf Haval. Und Sie? Meine Heimatwelt wurde von den Kett zerstört. Die Überlebenden waren gezwungen, von dort zu fliehen. Letzten Endes fanden wir dann auf Aya Zuflucht. Meine Familie hat mitgeholfen, diese Welt zu besiedeln. Das heißt, dass Aya nicht... Ist Aya jetzt ihre Hauptstadt schon von Anfang an, oder... Nee, auf Haval, ne? Auf Haval sind sie ja entstanden. Ich hab doch keinen Dunst, ey. Aya scheint für die Angara eine besondere Bedeutung zu haben. Aya ist ein Paradies. Diese Welt ist ein Geschenk. Wir haben die Vessal eingeführt, damit irgendwann jeder diesen Ort erleben kann. Wenn auch nur für kurze Zeit. Die Vessal? Die Zeit der Veränderung. Ayas Ressourcen sind zu begrenzt, als dass unser gesamtes Volk hier leben könnte. Deshalb erhält jeder von uns das Privileg, einige Jahre auf Aya verbringen zu dürfen. Und wenn unsere Zeit um ist, machen wir Platz für jemand anderen. Dieser Kreislauf wiederholt sich unser ganzes Leben lang. Werden Sie auch irgendwann gehen müssen? Ja, irgendwann schon. Aber im Moment werde ich auf Aya gebraucht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber das hier ist doch nicht Ihre einzige Stadt, oder? Natürlich nicht. Es gibt sowohl auf Volt als auch auf Haval mehrere große Bevölkerungszentren. Und hier auf Aya gibt es ebenfalls zahlreiche weitere Ansiedlungen wie diese. Stehen diese Orte Besuchern offen? Irgendwann vielleicht. Okay, das ist also nie ihr Zentrum sozusagen. Danke für Ihre Zeit. Ishare, Pathfinder. Ich schaue auf die schlaue Uhr. Oh fuck, und die schlaue Uhr sagt schon wieder, du musst aufhören. Ja, ich würde sagen, ich werde ja auch meine Session beenden. Wir haben ja noch nicht mal ansatzweise viel von Aya gesehen. Ich werde wahrscheinlich nochmal die Läden beim nächsten Mal checken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Wenn es dann heißt, Let's Play Mass Effect Andromeda mit Idi. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.